was wir jetzt hören werden, aufgewärmt, ist folgende Botschaft. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr, sonst droht der Food Crash. So heißt das Buch von Felix Löwenstein, der jetzt hier ist und uns sagen wird, warum auch die Bioverbände an dieser Demonstration teilnehmen. Felix Löwenstein ist Landwirt, er war Entwicklungshelfer, er kennt also alle Perspektiven, die ihn dazu bringen, jetzt noch mal zu Ihnen zu sprechen und zu sagen, wir haben es satt. Felix Löwenstein. Liebe Freunde, während wir uns jetzt hier aufstellen zur Demonstration, sprechen nicht weit von hier die Agrarminister auf ihrem Gipfel darüber, wie in landwirtschaftliche Entwicklung investiert werden soll. Das ist eine gute Idee, denn Landwirtschaft braucht Investitionen hier und im Süden. Aber welches Bild von Landwirtschaft steht hinter dieser guten Absicht? Welche Rahmenbedingungen will Politik schaffen für diese Investitionen? Wenn das passiert, was Ilse Aigner und der Bauernverband in Brüssel mit aller Macht durchpeitschen wollen, nämlich Greenwashing statt Greening, wenn das Motto heißt industriell statt bäuerlich, Weltmarktorientierung statt Ernährungssouveränität, dann wissen wir doch, wofür diese Investitionen gut sein werden. Für Landgrabbing, das die Futterversorgung für unsere Tierfabriken sicherstellt. Für ein Geschäftsmodell, das die weltweite Ernährungskrise nutzt, als Umsatzbringer für das Agrarbusiness, das global agiert. Dagegen müssen wir aufstehen, dagegen müssen wir uns wehren. Wir brauchen eine Agrarpolitik, die damit Schluss macht, dass es sich mehr rentiert, Natur zu zerstören, als Ressourcen zu schonen. Wir brauchen eine Politik, die Schluss damit macht, dass Biobäuerinnen und Biobauern ausgebremst werden, weil sie ihre Pachtflächen verlieren an Agrarindustrielle und Biogasfabrikanten. Und wir brauchen eine Politik, die damit Schluss macht, dass die Bauernhöfe in eine immer schneller sich drehende Spirale von größer werden, industrieller werden zwingt, an der sie am Schluss scheitern. Liebe Freunde, wir müssen zusammen lautstark und deutlich eine Ernährungswende einfordern. Wir müssen wegkommen von einer industriellen Tierhaltung, die in den Tieren nur Fabrikgüter sieht, die man für einen Produktionsprozess zurechtstutzen muss. Wir fordern einen achtsamen Umgang mit den Mitgeschöpfen, die unserer Verantwortung anvertraut sind. Wir müssen wegkommen von einer industriellen Landwirtschaft, die im Boden nur noch das Substrat sieht, das dafür zuständig ist, dass die Pflanze nicht umfällt und durch das man den Dünger an die Wurzel bringt. Wir fordern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem lebendigen Boden, der die Grundlage für unsere Ernährung ist. Und wir müssen wegkommen von einer Ernährung, die zwar billig ist, die uns aber krank macht. Wir fordern Lebensmittel, die ihren Namen verdienen und deren Preise die ökologische Wahrheit sprechen. Das, liebe Freunde, das ist die Investition, die in Landwirtschaft getan werden muss. Und dafür gehen wir heute auf die Straße. Ja, herzlichen Dank, Felix Löwenstein vom BLW.